Die Strukturentwicklung der brandenburgischen und sächsischen Lausitz zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Energieregion im Herzen Europas geht zügig voran. Zu dieser Einschätzung kamen die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke und Michael Kretschmer, auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden Landeskabinette auf dem Dekra-Lausitz-Ring am Dienstag. Dabei wurde unter anderem eine Zwischenbilanz zur Umsetzung des im Sommer 2020 verabschiedeten Strukturstärkungsgesetzes gezogen. Ich freue mich eigentlich auch als Regierungschef und Ministerpräsident wahnsinnig, dass so viele Menschen diesen Prozess mit unterstützen. Wir haben viele Unternehmen, die mit dabei sind. Wir haben Menschen aus der Lausitz, die ihre Ideen mit einbringen. Beide Länder sind sich darüber einig, dass diese Generationsaufgabe nur zusammen und mit Unterstützung des Bundes gelingen kann. Brandenburg und Sachsen sind Nachbarn. Aber das Wichtige ist eben, dass wir vor allen Dingen Partner sind bei den großen Fragen, die wir gemeinsam zu besprechen haben, auch mit der Bundesregierung, mit Carsten Schneider, einem wirklichen Interessenvertreter der neuen Bundesländer in der Bundesregierung. Und deswegen war das ein wichtiger Austausch.